Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch von meinem zweiten Account, den habe ich vor 2 Tagen angefangen und das war vom ersten Tag, da habe ich die Check-In-Quest gemacht, das heißt die bronzene Pocket Watch aus dem Truck an der Baustelle auf Customs, eine ja ikonische Quest, eine Beginner-Quest und natürlich vorher in die Doms den Schlüssel geholt und wie ich das erledigt habe, wer sich da mir in die Quere gestellt hat und wie es dann ausging, alles in diesem Video. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Du wirst aber bald sehr viel PvP trainieren können in der Arena. Ja, wir müssen ihn in Baum, ne? Ja, wenn es rein ums Schießen geht und Waffenhandling und so, da wirst du sehr viel Übung bekommen. Das kannst du den Normaltag auf gar nicht machen. Hey, Captain Duft. Endurance 1, Leute, ich merk's schon richtig. Hab richtig Ausdauer. Ach du lieber Gott. Ihr seid ja genau da, wo ich hin will. Hier geht nochmal ans MG. Jawohl. Geht auch mit der Waffe. Ja, mit der Ammo. Bleibt, wo ihr seid. Ey, shit. Hey Gero, 2. Account habe ich angefangen, das geht. Äußerst vielversprechend für einiges an Action, ja, das ist wohl richtig.
Das war meine Kragenweite. Was ist das hier? Was ist die Mission? Brauchst du eine Pocket Watch? Jawohl. Brauchst du eine Pocket Watch, ist die Mission. Der Typ hat ja auch kein Gear. Level 58? Gehen. Level 58. Ist der nackt reingegangen? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Sollen wir nach irgendwie nach Zero to Hero aus oder so ein Blödsinn? Hey Medusa. Ich brauche die Watch, klar. Ich sage es, ich bin hier auf dieser Seite raus, weil weil halt in den Dorms jemand ist. Ja, okay. Geh doch. Wolfgang, servus. Oh shit. Zweiter Count, Benny, ja. So, ihr macht jetzt mal locker da hinten. Ich muss nämlich hier zum Truck. Nee, Chris, ist nicht so. Also, Twitch-Partner haben ein bisschen mehr Qualität. Aber 8000 Bitrate ist Maximum für alle. Du hast ja die Couch, ja. Wolltest du nicht eigentlich Bayreuther und kein Rocket League mehr? Schon vor 2 Stunden? Ja, yeah, wenn du jetzt ein Steam Deck hättest, dann könntest du in Rocket League von der Couch aus ragen. Das wär's doch. Dude, I'm level 4. Thank you.
Weißt du nicht, warum ich noch lebe? Das hast du jetzt davon. Barrex, danke schön für den Tier 3 und 46 Monate am Stück. Danke für den absolut krassen Support und alles, was dir beiträgst. Weiß ich zu schätzen. Auf den wurde geschossen, ich weiß. Ich weiß. Nochmal ein Spieler. Ich will doch bloß die Pocket Watch. Ah, fuck. Gibt's doch nicht, ey. Natürlich haben die jetzt nichts Besseres zu tun, als mir ewig hinterher zu rennen. Das ist ja unglaublich. Ohne Scheiß, ey. Manche Leute. Ich habe einen PMC gesehen, ich verfolge ihn durch die ganze Map. Das sind doch Leute, die irgendwie 30% Survival Rate haben. Und meinen, sie wären PvP-Pusher oder irgend so ein Blödsinn. Yes. Schon mal ein Exit, oder? Oh shit. Oh nice. Ganz schön runtergeschossen. So. Puh. Puh.
Pocket Watch auf Hard Mode, ey. Na, hallo YouTube draus? Komm mal, hallo YouTube. Verewigt euch mal, vielleicht verwendet man den Raid. Wer weiß, war ein guter. Warum ich mich so wundere, wieso der mir so hinterher rennt, ist es eigentlich mega dumm. Ne? Hätte ich eine halbwegs gute Waffe. Er weiß nicht, was ich für eine Waffe habe. Er rennt mir einfach hinterher. So. Waren 2 Kills. Einer war 31 und 50. Alle mal hallo YouTube. Gut, die Leute auf YouTube leider, ne? Danny, würde mich freuen.